Amare Knives, ihr habt ja schon ein paar Bilder gesehen und hier seht ihr jetzt die Box, There is space outside the box. Jo, da werde ich einige Worte zu verlieren. Der August ist messertechnisch ein ziemlich cooler Monat bisher. Spielte bzw. ging zwar im Juli schon los, aber ja, das Video wird ja jetzt im August kommen. Das ist, Amare Knives ist eine Zusammenarbeit zwischen Real Steel und dem Messerunikum. Hinter Messerunikum verbirgt sich Uli Hennicke. Uli, beste Grüße gehen raus an dich. Und wer von euch Messermagazin-Leser ist und noch die Ausgabe 4 2004 hat, liegt also schon ein paar Jährchen zurück, der sollte mal reinschauen. Da ist nämlich ein schöner, mehrseitiger Bericht über Uli Hennicke drin, sehr sympathischer Kerl, der Uli, über so seinen Werdegang, wie er das Schmieden, das Messermachen für sich entdeckt hat. Zugegeben, der Bericht ist jetzt natürlich schon einige Jährchen her und ich denke, da hat sich verdammt viel messermachtechnisch beim Uli noch gewandelt, gedreht etc. Vieles wird bestimmt beibehalten worden, aber generell ein sehr, sehr interessanter Bericht, wie das so die Anfänge genommen hat. Ich finde sowas immer wieder super, dass ich da beim Messermagazin fündig werde. Auch das Messermagazin, absolute Empfehlung, Leute. Wenn es bei euch in der Nähe Läden gibt, die das Magazin führen, kauft euch das. Klar, kostet ein paar Euro, kommt ja aber nur alle paar Monate und lohnt sich definitiv. Die machen einen großartigen Job, wie auch damals die Vorstellung vom Uli. Und der Uli Hennicke hat sich mit Real Steel zusammengetan und die haben eine eigene Marke, ein eigenes Projekt jetzt aus dem Boden gestampft, und zwar Amare Knives. Ich habe zuerst was von denen gesehen, auf Facebook mitbekommen, dann ging schnell rum, dass die Messer von Real Steel produziert werden. Alles sehr interessant. Verfolgt daher den Werdegang, auf Facebook zumindest, doch recht aufmerksam von Amare Knives. Und habe jetzt die Freude, euch ja, zwei Modelle zu zeigen. Zuerst das Klappmesser, das Fix zeige ich euch nachher noch kurz. Da kommt natürlich ein separates eigenes Video noch davon.
Und ein dickes Dankeschön geht raus an Amare Knives, an Uli Hennicke. Die haben mir nämlich beide Messer kostenlos für eine Vorstellung zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr von den Teilen ein bisschen angefixt seid, ich zeige es euch ja gleich, beziehungsweise auf Bildern habt ihr ja schon den Klapper gesehen, dann findet ihr natürlich einen Link zum Bezug, relevante Infos und so weiter in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt zeige ich euch doch endlich mal das Messer. Nee, doch noch nicht. die Ähnlichkeit, beziehungsweise man merkt schon gleich, dass die Teile von Real Steel gefertigt werden. Wir haben hier selbige Box, nur anders gestaltet. Sehr, sehr schön. Silberfarbener Aufdruck mit dem Amare Knives Libellen-Logo. Und hier handelt es sich um das Pocket Peak Modell. Jo, kommt dann noch mit einem Zettelchen, da gehen wir gleich noch Paperwork drauf ein. Pocket Peak, der Folder, richtig schnittiges Teil, gefällt mir sehr gut. Und da die Fertigung von Real Steel ist, bewegen wir uns hier auf einem sehr hohen Niveau. Hier haben wir das, das Logo noch aufgedruckt, macht das Lesen ein bisschen schwer. Ich würde das Logo einfach klein, vielleicht doppelt hier links und rechts nochmal einfügen, so wie es passt. Hier erschwert das ein bisschen das Lesen. Und hier haben wir viele Infos, warum Amare Knife, beziehungsweise wie ist das entstanden, Amare Knives? Wer steckt dahinter? Was sind die Pläne? Aktuell die Pläne sind, dass sie erstmal froh sind, dass sie diese zwei Messer aufgelegt haben. Ich denke mal, jetzt wartet man ab, wie die Teile laufen. Und dann Potenzial für neue Messer ist mit Sicherheit vorhanden auf beiden Seiten. Und diese Zusammenarbeit zwischen Real Steel und Messerunikum soll eindeutig für hohe Qualität in jedem Bereich, von der Konstruktion, Verarbeitungsqualität, vom Design, der Qualitätssicherung an sich stehen. Also das kann ich soweit auch bestätigen. Da bekommt man ein tolles Messer. Hier noch eine kleine Skizze, technische Daten bei vom Pocket Peak, vom Folder. Fangen wir mal mit den technischen Daten an. Die Klinge erinnert so ein bisschen an das Sea Eagle von Real Steel, wie ich finde. Das kam mir recht schnell in den Sinn. Da sind durchaus ein paar Gene dabei. Wir haben ein recht langes Messer. Wir haben fast 21 cm, 20,8 cm Gesamtlänge. Davon 8,8 cm fallen auf die Klinge. Die sind auch komplett scharf, 8,8 cm. Die Klinge war schön fein ausgeschliffen. Dazu mal ein Papierschnitttest, Schärfe out of the box. Da konnte ich mich also überhaupt nicht beschweren. Hat hier das Amare-Logo gelasert. Sehr, sehr schönes Logo. Satinierte Klinge, Flachschliff. Wir haben 3,1 mm Klingenstärke. Bleibt relativ stabil bis nach vorne. Also durchaus massiv ausgeführt. Noch ein Jimping, das durchaus effektiv arbeitet. Also nicht nur Zierde. Jo, und der Flachschliff läuft mit 0,55 mm Material hinter der Phase auch schön flach fein aus. Durchaus schneidfreudig dieses Modell also. Praxisaufnahmen kommen noch. Hat sich wirklich ganz gut geschlagen. Einzig bei Gemüse wie zum Beispiel Karotten oder eine Zucchini hatte ich dabei, weil die Klinge nicht so breit ist. Da spürt man dann natürlich irgendwann die Verdrängung des Materials. Dann spaltet es eher, aber generell taugliches Messer. Der 14C28N Sandwich-Stahl hat sich auch wieder als tauglich erwiesen von Real Steel. Ist ja so der Hausstahl aktuell. Jo, und arretiert, gesichert wird die Klinge ganz, ganz sicher über einen golden, farblich anodisierten Edelstahl-Liner-Lock. Der macht ganz, ganz sauber zu, hat eine Stärke von 1,6 mm, ebenfalls golden anodisiert sind diese Backen hier. Sieht so aus, als wenn sie nur über die Hülse und Achse einfach gesichert werden, ist aber ein nettes Detail und tricky. Die wurden auch von innen noch verschraubt, dazu noch ein Bild. Ja, schönes kleines Detail, sichere, saubere Verschraubung, schön angepasst. Hier bei den Griffschalen neben dem Stahlbackenelement
Knochen, Carbon Fiber, G10, Laminatverbund, kennt man auch, Spider-Core-Sage hat sowas verbaut, schönes Schachbrettmuster, spiegelt sich gut im Licht, sauber angepasst, langer G10, Backspacer, auch hier noch die Starliner, kleine Grooves noch, sauber verarbeitet, hier noch eine Wölbung, Edelstahl, Clip, der stramm ist, der gut sitzt, Schrauben leider nicht versenkt, ließ sich trotzdem recht gut einpassen, leider nur eine Position, nicht umsetzbar. Jo, vom Gewicht hatten wir hier, glaube ich, 135 Gramm, wiegt also ein bisschen was. Flipper Action läuft auf einem Kugellager. Butterweich, Klingenstand nicht ganz mittig, ist okay. Man bekommt die Klinge auch ganz mittig eingestellt. Dann hatte ich jedoch leichtes Spiel, von daher habe ich es jetzt so gelassen und läuft wirklich schön weich, rasante Action, passt zu der flotten Linie, elegant, modern, schnittig im wahrsten Sinne des Wortes, das ganze Messer. Jo, und preislich, um die technischen Daten abzurunden, liegen wir hier, glaube ich, bei knapp 80 Euro. Dieses Modell Pocket Peak Folder gibt es in drei Versionen mit den goldenen Backen und Linern, außerdem noch in Grau und in Blau. Checkt ihr einfach mal den Shop aus, den Bezug, da könnt ihr euch das genauer anschauen. Ich habe jetzt hier die goldene Variante und technisch halt Real Steel Niveau, sauber abgeliefert. Da gibt es nicht viel zu meckern. Sehr, sehr fähiges, wie schönes, modern anmutendes Messer. Ich bin mir sicher, das wird vielen gefallen. Ich mag die clean Optik mit dem Logo hier. Hier einfach nur Pocket Peak 14C28N gemarkt. Hier noch die Seriennummer. Schön clean, absolut, absolut gefällig. Ja, und gefällig ist nicht nur die Optik hier, die feinen Details, zum Beispiel wie die innere Backenverschraubung, die Eleganz des Messers ist wirklich, wie ich finde, rein optisch absolut überzeugend. Flipper Action ebenso. Die Schneidperformance würde ich als sehr anständig erachten. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe jetzt noch nicht mega viel gemacht, aber das, was ich gemacht habe, das blende ich euch jetzt mal ein. Ja, und damit ließ sich vernünftig arbeiten. Läuft ja, wie gesagt, relativ fein aus, aber auch hier keine so breite Klinge, erwähnte ich ja schon. Da ist noch ein bisschen mehr drin. Alles in allem haben wir hier ein sehr, sehr taugliches Messer.
overall, was bei mir eindeutig punkten konnte. Contra kann ich nicht viel anmerken. Manch einem vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht, 135 Gramm. Es wiegt sogar, kommt mir fast ein bisschen mehr vor. Ich hätte jetzt 140, 145 gesagt. Das aber nicht wirklich als Kontrapunkt, denn bei diesem Messer bin ich mir ganz, ganz sicher, dass viele das auch wirklich als solide Anmutung verspüren werden. Einfach ein Messer zu haben, wo man das Gefühl hat, das kann ordentlich was wegstecken. Und dieser Eindruck kommt hier absolut auf. Dann der nicht ganz mittige Klingenstand sei erwähnt. Wie gesagt, könnte man anpassen, dann aber leichtes Klingenspiel. Clip leider nicht umsetzbar. Das wird für die Linkspfoten ein bisschen schade sein. Das Einzige, was ich ansonsten noch bemerken könnte, so in diesem Bereich ist, es ist halt ein bisschen teurer als so die Real Steel Modelle, die rauskommen. Qualitativ bewegen wir uns hier auf einem ähnlichen Niveau. Hier natürlich mit ein paar schönen Akzenten, wie diesen farblichen Backen. Das ist schon ein Unterschied. Die Boxen an sich, denke ich mal, die sind auf ähnlichem Niveau. Da fließt jetzt nicht so viel anderes Geld mit rein. Das sind dann Cent-Beträge. Und zahlen tut man hier, wie gesagt, 80 Euro. Die Real Steel Modelle liegen so 20, 30 Euro drunter, je nachdem, wann sie rauskommen. Aktuell können sie da mal 60, 65 kosten. Ich würde jetzt die 80 Euro hier als absolut bezahlbar und völlig okay einstufen. Aber ich weiß auch, es gibt Leute, die einfach sagen, oh Mann, geiles Messer, aber warum kostet das denn nicht 60? Ne? Also das sei erwähnt. Es ist Real Steel Qualität, aber da stecken halt jetzt noch ein paar Leute mehr dahinter, die auch noch was verdienen wollen. Von daher gehen die 80 Euro für mich völlig okay. Hier bekommt man wirklich ein sehr, sehr schickes Teil. Unterm Strich nicht nur ein cooles Messer, sondern vor allen Dingen sehr, sehr gefälliges Modell, das mit der besonderen Gestaltung der Griffschalen punkten kann. Und nicht nur dieses Modell dürfte vielen gefallen, sondern die feststehende, die Fix-Variante, das Pocket Peak als Fixed hier ebenfalls mit diesem, ja, Carbon Fiber G10 Laminat Verbund. Das ist ein geiles, geiles Teil. Also wirklich sehr, sehr überzeugend, ungemein modern. Dazu wird natürlich auch noch demnächst ein Video kommen. Ich würde sagen, das ist ein feiner Start, den Amare Knives hier hingelegt hat. Zwei absolut überzeugende Modelle. Uli, vielen, vielen Dank fürs Rumschicken. Ich habe die wirklich gerne in die Kamera gehalten. Ja, ich bin gespannt, was da noch von euch kommt. Daumen hoch gibt's auf jeden Fall von mir. Jo, und über ein Feedback eurerseits würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich bin mir sicher, der Uli und Real Steel auch. Von daher gerne was reintackern, wie ihr die Teile findet. Das war's von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.